So, in der Sektion Nordlichter. Da geht es ja um Filme, die entweder im Norden gedreht wurden oder in denen Nordlichter und der Norden eine Rolle spielen. Und für diese Sektion gibt es auch einen Preis, den Mont Blanc Drehbuchpreis. Und von Mont Blanc bitte ich jetzt Daniel Kohler auf die Bühne. Herr Kohler, was hat denn dieser Preis, was gibt denn dieser Preis? Sie haben ja schon ein Päckchen da unterm Arm sozusagen. Päckchen unterm Arm, also es gibt ein Preisgeld von 10.000 Euro wie jedes Jahr für den Drehbuchpreis. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben auch immer einen kleinen Sachpreis. Wir haben ja ganz schöne Produkte und wir denken immer, dass die Leute sich darüber auch freuen. Nicht nur über Geld, sondern auch noch über ein schönes Schreibgerät. Und auch Mont Blanc hat dieses Jahr an den 70. Geburtstag von John Lennon gedacht, der nun heute gefeiert wird, wie wir wissen. Und wir haben schon ein bisschen früher damit angefangen, haben mit Yoko Ono zusammen ein sehr schönes Schreibgerät entwickelt. Und das soll John Lennon gedenken und das geben wir dem Preisträger noch hinzu. Und wer dieser Preisträger ist, das kann uns ja gleich die Jury verraten, die sich die vielen Filme angeguckt hat. Und zwar waren in der Jury Heinz Strunk, der heute leider krankheitsbedingt nicht kommen kann, Monika Treut und Gabriele Kreis, die ich auf die Bühne bitten möchte. Ist eigentlich die Bedingung, dass das Drehbuch mit einem Mont Blanc geschrieben sein musste? Wir haben da wir haben das leider nicht vorher nachprüfen können. Wir mussten uns da auf die Jury verlassen, dass die das gecheckt hat. Ich glaube in diesem Fall möglicherweise nicht, aber mehr möchte ich nicht verraten. Bitte schön. Der Mont Blanc Drehbuchpreis geht in diesem Jahr an ein echtes Nordlicht. Henna Peschel, ja! Petit. Das habe ich mittlerweile eingesehen, dass es mit mir an der Arbeit nicht so harmoniert. Deswegen will ich mich davon auch distanzieren. Ich will jetzt ein bisschen schlagen. Das ist jetzt dein Laden? Das war's. Oh, die haben sich meinen Laden ergriffen. Ich muss jetzt weg von hier. Ich habe jetzt Hamburg-Verbot. Den Kollegen da kennengelernt, Ralf, der ein Hausboot zu verkaufen. Das ist ein Kindheitstraum von einem Boot. Das soll nächste Woche für 30.000 verkauft werden. Damit fahren wir in die Karibik und haben unsere Ruhe. Du bist ein cooler Herr. Ich hab da so eine Idee. Hey, was machen wir? Job. Familie. Pause. Geschichte aus Hamburg mit Witz, Poesie und Action, drastisch und zärtlich und nie seine Protagonisten verratend, das ist Pizzi. Alles andere als perfekt durchkomponiert, aber lebendig, schrill und frech. Auf öffentlich-rechtliche Zweitverwertung und Förderung schon im Entwurf der Geschichte pfeifend. Aber zu fördern sind solche Filme unbedingt. Sie sind in ihrer Unvollkommenheit und Ruppigkeit wahrhaftiger als manch gut ausgestattete Großproduktion. Und sie machen viel Spaß, nicht nur denen, die sie gedreht haben. Ganz kurz nur, wir haben kein Blutvergießen gehabt bei der Entscheidung, die war komplett einstimmig in unserer Jury für den Film und wir sind froh, dass wir den Mont Blanc Drehbuchpreis einem echten Nordlicht geben können gleich. Und nur noch ein kurzes Wort an Henna. Lieber Henna,
Die Jury hatte ja auch zwei Feministinnen dabei und wir haben eine ganz kleine Anregung für dich. Wir wissen ja, dass du mit diesem Preisgeld bestimmt 3 bis 5 Filme herstellen könntest. Aber vielleicht stellst du nur 2 bis 3 her und wir haben also als ganz kleine Anmerkung, hätten wir ganz gerne noch ein paar spannendere Frauen bei dir. Die Frauen, dass die Frauen auch noch ein bisschen mehr Spaß haben. Also vielleicht nur 2, 3 Filme und dann tust du dich mit einer jungen, wilden Autorin vielleicht zusammen für die nächste Arbeit. Okay, herzlichen Glückwunsch von Herzen von uns. Also bei der Filmpremiere wurde mit Feuer- und Wasserwerfern hier aufgefahren. Das ist ja heute die ganz zahme Variante. Ja, hallo Julia. Hallo Henna. Erstmal herzlichen Dank an dich, dass du vor einiger Zeit im Kulturjournal so nett den Beitrag über unseren Film anmoderiert hast und abmoderiert hast. Es ist schon ein bisschen her allerdings. Es hat uns alle gefreut. Wirklich vielen Dank nochmal. Dann erstmal vielen Dank an das Publikum von letzten Samstag. Wir gewöhnen uns jetzt langsam an Cinemax 1 Samstag und also natürlich werde ich mich gleich bei der Crew bedanken, aber das Publikum war einfach unglaublich, also der Saal war voll und ja, ihr habt getobt. Also danke nochmal an jeden Einzelnen, der hier war für uns. Für uns ist das nicht selbstverständlich. Okay. Ja. Das ist schon fast so richtig etabliert. Ja, also ich hoffe, dass wir hier dann auch bald einen Verleiher finden und dann hier regulär im Cinemax laufen können. Quatsch. Wir laufen am liebsten in unseren Stammkinos wie Albatron 2 seit 2001, das tun wir ja sowieso. Ja, also ich wollte mich jetzt mal, haben wir noch kurz Zeit? Kein Zeitdruck, genau. Also erstmal wollte ich mich bei der Crew bedanken. Also es ist nicht selbstverständlich, wenn ein Low-Budget-Film gedreht wird, sich so ins Zeug zu legen, also meine Leute, meine Jungs, aber ich habe auch Frauen in der Crew gehabt, Monika. Die Frauenquote erfüllt, sind teilweise, also ein Beispiel nur, wir drehen einen Stunt in Blankenese um 6 Uhr morgens und ich habe zwar gedacht, naja, 6 Uhr morgens, okay, da ist das relativ ungefährlich, ausgerechnet an dem Tag sind aber die Hamburg Cruise Days und mein Stuntman Per Gabbe steht nun illegal auf dem Leuchtturm, wir haben in Blankenese natürlich das Ortsamt nicht gefragt, also ich hoffe, hier ist kein Mitarbeiter von denen, dass ich nicht 10.000 Euro Strafe rückwärts habe. Auf jeden Fall steht mein Stuntman Per Gabbe auf dem Leuchtturm und ich warte mit der Kamera und plötzlich tauchen auf der AIDA morgens um 6 die ersten Gäste auf und rufen dann, nicht springen, nicht springen. Unter solchen Bedingungen drehen wir so Filme. Per ist natürlich trotzdem gesprungen, sonst können wir hier gar nicht sitzen und den Film gesehen haben. Also das war jetzt eine kleine Anekdote, wie wir eigentlich Filme machen, nämlich ohne Genehmigung. Richtiger Batzen, ne? Ja, also 10.000 Euro, das sind 20.000 Mark, denke ich. Das ist die meisten von den Dingen. 20.000 Mark, hättest du mir das zu Zeiten von Rollo aller erzählt, bei dem wir abgelaufene Filmrollen benutzt haben, aber nicht, weil es cool ist, wenn man das Geld holt. Ja, damit hätte man aber einiges bewegen können. Vor allem, als du damals auch noch mit GH wahrscheinlich geschrieben hast, dass du heutzutage mit Mont Blanc dann schreiben kannst. Ne? Also, ich gebe jetzt einfach zu, dass ich in Metropolis gegen Gag, weil ich wirklich gefragt wurde, freust du dich auf den Mont Blanc-Preis, falls du den kriegst, habe ich gesagt, ihr wisst, ich habe mit einem alten GH-Füller, den hatte ich früher wirklich, den habe ich auch noch auf mein Drehbuch geschrieben, stimmt natürlich nicht, ich habe es mit Kugelschreiber geschrieben, aber ich habe neben dem Mont Blanc-Gebäude gewohnt, sehr gerne, weil es einfach eine tolle Architektur im Schulterblatt. Das ist mein persönlicher Bezug zu Mont Blanc. Ich freue mich, also John Lennon ist für mich der größte Musiker aller Zeiten. Insofern freue ich mich auf den Füller. Und auf den Film. Also, der Film ist auch gut. Ja, genau. Und jetzt habe ich mich schon bei allen bedankt, die Crew. Also, ganz kurz, ich will jetzt nicht den Rahmen springen, aber das Filmfest Hamburg, vielen Dank nochmal an alle Mitarbeiter, die äußerst zuvorkommen und wirklich nett und freundlich sind. Immer, das ist eine Freude jedes Jahr wieder. Danke. Das kann ich auch nur unterstützen. Vielen Dank, Herr Lapaschen, vielen Dank an die Jury, vielen Dank an Mont Blanc. Und wo Herr Lapaschen doch gerade wirklich schon mit vollem Herzen von diesem wunderbaren Filmfest gesprochen hat, möchte ich jetzt über den reden, dem wir eigentlich dieses Filmfest auch in diesem Jahr wieder verdanken.
verdanken können. Im Hamburger Abendblatt war ein Artikel über ihn überschrieben mit Lebemann. Hast du auch Tinte? Also ich glaube, in den letzten Tagen ist er weder zum Leben richtig gekommen, noch zum Denken. Er war ununterbrochen, immer und überall, egal wo ich war. Er war so wie Hase und Igel sozusagen schon vor mir da. In diesem Hamburger Abendblatt-Artikel stand auch ein wunderbares Wort, das finde ich sehr hervorragend zu ihm passt. Da wurde nämlich sein sogenanntes Teddy-Lachen. Ich hoffe, du hast genug Tinte. Freut mich drauf. Vielen Dank, Albert Niederstrich. Auch ein Füller. Freut mich, dass so viele da sind am letzten Tag. Es war schön, wenn man auch so seinen vollen Cinemax 1 abschließt. Das freut uns sehr. Ich habe schon die ganze 10 Tage hier immer geredet und mich bedankt. Also ich bedanke mich heute für dieses Jahr zum letzten Mal. Ich bedanke mich bei der Stadt selbstverständlich, bei der Behörde Kultur und Medien, wie die jetzt heißen. Sport ist quasi daraus gelagert worden. Also Behörde für Kultur und Medien.